Konnichiwa, Twitches, The Legend of Zelda Wind Waker HD. Ich glaube, das ist das erste Mal. Part 27. 27 Parts und ich habe noch nie den kompletten Titel gesagt. Hammer. Beim letzten Mal sind wir unter Wasser gegangen und Frank vermutet, dass in dem Schloss da Cthulhu drin wohnt. Schauen wir halt mal nach, ne? Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Vorher dachte ich mir so, ja, können... Das Wasser bewegt sich. Also erstmal, wir sind unter Wasser. Warum gibt es Wasser unter... Also, ne? Und überhaupt. Und sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Aber ich gehe da jetzt erstmal rein. Und ich stelle meinen Timer am besten noch. zurücksetzen, starten. Warum ist hier... Warum steht hier die Zeit still? Was ist denn da passiert? Tada! Na, wer ist denn das? Da ist aber schon ein bisschen älter, oder? Das ist irgendwie voll gruselig hier. Ich gehe erstmal hoch. Ich habe Angst, wenn ich hier was... Wenn ich was kaputt hau, kommt eine Bombe raus. Stups! Okay, hier gibt's erstmal gar nicht so viel, außer Sachen, die man kaputt hauen kann. Na gut. Drehen wir die Runde zu Ende und gehen halt wieder runter. Ich habe trotzdem Angst, dass die sich plötzlich bewegen. Schweine bei Männer for the Win. Erster Teil war 1986. Ich weiß nicht, wie oft Link nun schon Zelda gerettet hat. Ich glaube, der ist nimmer Jungfrau. Naja, also ich meine, Jungfräulichkeit ist ja auch, ist ja nur auf ein Leben bezogen, ne? Also immer auf das jeweilige. Ist ja nicht so, wenn du im einen Leben deine Jungfräulichkeit verlierst, dass du dann geboren wirst. Ne? Unjungfräulich. Hä? Hey. Nur ein Trollin. Hier darfst du selber mal ein bisschen das Köpfchen verrenken. Ach, das ist mein Boot, ne? Scheiße. Hier darfst du selber mal ein bisschen dein Köpfchen verrenken. Das, weswegen du hergekommen bist, verbirgt sich hier irgendwo in diesem Schloss. Du musst allerdings einen Eingang zum Untergeschoss finden. Dieser Eingang wird aber durch eine schwere Tür versperrt, die Abwehr von Feinden, die zur Abwehr von Feinden dienen soll. Du musst also offensichtlich irgendwo etwas tun, damit diese Tür, damit sich diese Tür öffnet. Weißt du, wovon ich spreche? Ja. Gut. Fuck. Das ist echt anstrengend, Mann. Gut. Ich bin mal nicht so und gebe dir sogar einen kleinen Tipp. Die Lösung des Rätsels hat etwas mit der Form des Wappens zu tun, das du hier überall siehst. Ein Dreieck. Aha. Hä? Kann ich's nur drehen oder was? Ach du Scheiße, okay, das ist ja mega nervig. Irgendwie. Nein. So. Nächstes. Ich komme mir gerade irgendwie ein bisschen bei Tomb Raider vor. So. Und jetzt noch du da. Hallo? So, und jetzt sperrt er sich da drin ein. Ach nee, du da nicht. Tada! Also das war zu einfach. Hallo Hatecore!
Okay. Cool. Fett. Aber, guck mal. Da geht's doch raus. Warum sollte ich da denn nicht mal hingehen? Ich will nur mal schauen. Okay, da geht's dann auch ziemlich. Vielleicht. Hoffentlich kommen wir da später noch hin. Gibt's da was? Weiß das jemand? Ist da irgendwas Interessantes? Tap, 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 tap. Hoch? Ich meine, wenn wir runtergehen, dann müssen wir ja auch irgendwann wieder hochkommen. Ui. Ich finde das schön, dass es hier keine Feinde und Fallen und sowas gibt. Sondern einfach nur ein viel zu einfaches Rätsel. Hey. Respekt, Trollin! Hätte nicht gedacht, dass du das durchschaust. Das war das leichteste Rätsel im ganzen Spiel bisher, Mann. Und nun nimm dir das Schwert, das vor dir liegt. Das Schwert, mit dem Ganondorf vom Antlitz dieser Welt verbannt werden kann. Das Master-Schwert. Yeah, wer hätte es gedacht? Das sieht aber komisch aus. Ist das nicht normalerweise lila? Oh. Ah ja, klar. Warte. Nicht mich hauen, bitte. Ihr kreuzt nur eure Schwerter, ne? Einfach so zur Deko. Für die Epicness. Das ist okay, damit kann ich arbeiten. Oh oh. Alter, ich soll die jetzt aber nicht alle kaputt hauen, oder? Oder bin ich jetzt total OP mit dem tollen Masterschwert? Das Schwert, Schwert. Yeah. Sag ich doch. Du hast das Masterschwert erhalten. Man sagt, der Held der Zeit soll dieses Schwert benutzt haben, um das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Und er wird es wieder tun. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Boah, ja, jetzt fühle ich mich richtig mächtig. Soll ich hier mal eine Runde drumherum schwimmen? Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas. Du baust doch nicht so einen riesen... Okay, scheinbar baust du doch so ein riesen Ding nur für... Was ist denn da auf den Bildern alles? Kenne ich nicht. Warum baust du so ein... Ah, guck mal, da ist so ein Corona. Warum baust denn du so ein schönes, ne, Motivfenster und baust dann so eine fette Säule davor? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist ein großes Schwein unter einem Triforce. Ein Wichtel. Ein alter Mann. Ist das ein Zora? Ich weiß es nicht. Und ein Triforce. Und noch eins. Wer ist denn das Rote? Treffen wir die alle noch? Oh Gott, das wird ja schön. Na gut, dann gehe ich mal wieder da hoch. Und hoffe, dass keine schlimmen Dinge passieren. La 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 la. Ich hau euch jetzt nicht alle zu Klump. Nö, nö. Der ist ganz schön schnell. Nein. Ah, komm schon. Was? Ich habe A gedrückt. Ach, das war B. Ach, kacke. Oh, wow. Oh, wow. Okay.
Das Schwert kann ja was. Wahnsinn. Fuck, wie war denn das mit dem? Ah, genau. Oh. Wie, du liegst noch nicht. Das ist aber keine Rüstung und keine Waffe mehr, Junge. Okay. Also ist das quasi so von Entwicklerseite genauso gewollt, dass man die alle umboxen muss, damit man sieht, wie mächtig man jetzt mit dem neuen tollen Masterschwert ist, oder was? Das ist ja cheap. Komm mal her, Schweinebärmann. Ach, ist das schön. Na, komm her. Hier ist nicht genug Platz zum Kämpfen. Nein, jetzt kommt der zweite. Sekunde mal. Huch. Kann man euch nicht irgendwie verwirren mit einer Bombe oder so? Oder ich hau ihm einfach von hinten die Rüstung runter. Geht natürlich auch. Ja, komm her. Trau dich. Der hat noch so ein Orb gemacht. Ui. Rubinchen, Rubinchen. Hallo? Da wollte zu seiner Waffe rennen, aber keine Chance. Aua! Nein, 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 nein! Nicht noch den dazu! Du musst doch heimlich von hinten machen. Geh weg! Los, geh woanders hin. So, da, guck mal, da ist noch einer. Stirb. Okay. Was macht denn ihr da? Aua, aua. Aua, aua, aua. Aua. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ey. Holy crap. Okay, die hauen ein bisschen rein. Fuck. Nein, nein, ich bin tot. Mist. Toll. Masterschwert bekommen, das erste Mal an einem Mob gestorben. Mhm, super tolles Teil ist das. Das bringt mich total weiter. Mhm, ja. Möchtest du... Warum... Keine Ahnung, speichern wir halt. Okay, hier oben ist nichts mehr los. Doch, da drüben. Ich räume mich halt erstmal oben auf. Wenn da die einfacheren Kerle sind. Was macht er denn, Alter? Weil ich ihm im Popo gepiekst habe, oder was? Komm, geh hoch, blöde Bombe. Au. Mann, holy crap. Was ist denn los? Ich komme da ums Eck und... Alter. Das ist mega nervig. So, komm her, du. Das war's mit dir. So, haben wir hier oben noch wen? Da hinten ist noch einer. Oh, und einer mit einer Rüstung. Das wird witzig. Moment mal.
Ah, jetzt hat er sich umgedreht. Schnell hin, schnell hin, schnell hin. Stirb! Ich sehe nichts. Nein! Oh, fuck! Alter Vater! Okay, das ist echt mies. Der Penner da oben, ey. Den schnapp ich mir jetzt, ey. Ah, oh Gott, hab ich mich erschrocken. Oh Gott, ich dachte nicht, dass da einer hinter mir ist. Oh. Alter. Ey, ey, ey. Boah. Mir ist ein bisschen warm jetzt. Hier gibt's viel zu wenig Herzen. Stirb! Kannst mir nichts mit deiner Handkante. Alter. Anstrengend. Okay. So, und jetzt unten lang. Muss ich die wirklich alle töten? Habe ich überhaupt irgendjemanden da, der sich ein bisschen auskennt? Muss ich die alle töten, um da unten rauszukommen? Oder muss ich jetzt... Weil das wäre halt echt hart. Okay, ja. Ich komme auch zur anderen Tür nicht mehr raus. Geil. Gibt es irgendeinen lustigen Trick gegen die Gerüsteten? Na, komm her. Ist okay. Nein. Ja, und jetzt? Der ist ja witzig. Nicht umdrehen. Ich sehe nichts mehr. Gib mir all die Herzen. Die sind wichtig. Okay. Nächster. Bist du. Der da sieht mich gar nicht. Ups. So, du Typ. Dreh dich um. Ja, ungefähr so. Nein, 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 nein. Jetzt kommt dein großer Bruder noch dazu. Fuck, fuck, fuck. Oh, fuck off. Jetzt habe ich immer noch den Helm runtergehauen. Cool. Wusste gar nicht, dass das geht. Wieder was gelernt. Mann, Typ, geh weg. Keiner mag dich. Stirb. Meine Güte, stirb jetzt. Du sollst nicht tanzen. Abkratzen sollst du. Meine Güte. Macht das einen Unterschied, welche Farbe die Orbs haben, wenn man draufschlägt? Ich glaube nicht, ne? So. Nein! Scheiße. Hier, komm mal mit hier in die Mitte oder so. Oder bleib da. Okay, wenigstens hast du keine Rüstung mehr.
erwischt. Aua. Doch, ein Viertelherzchen abziehen kannst du. Mit deiner Handkante. Okay, und du bist mir jetzt erstmal egal. Dich hänge ich jetzt ab und dann drehst du dich um und dann haue ich dir heimlich von hinten wieder die Rüstung runter. Das ist total spannend gerade. Hallo? Aua. Meine Güte, was ist denn da los? Ich gehe erstmal weg und suche mir ein paar Vasen zum Kaputthauen. Tschupp. Tschupp. So, jetzt komm her. So, haben wir es dann demnächst mal. Ich glaube, unten an der Tür waren noch ein paar. So wie er hier. Scheiße, der hat mich gesehen. Ist aber auch der letzte, ne? Geh weg. Geh doch weg. Hallo? Geh weg. Ich bin gar nicht mehr da. Komm. Jetzt sieht er mich nicht mehr. So. Oh, endlich. Das war ja jetzt... Ja. Ganz toll. Jetzt kann ich da unten raus. Soll ich da überhaupt schon unten raus? Hallo, Nick Future. Okay, also nicht hier lang gehen. Gut, hätte sich die Frage auch geklärt. Ich hoffe, da drin sind jetzt nicht alle respawned. Oh Gott, wäre das scheiße. Okay. Es passiert ja gerne mal, dass alles, dass sich alles zurücksetzt, wenn man... Zumindest die Mobs. Alter. Das wäre jetzt gar nicht gut gewesen. Willkommen bei der Nachmittagsunterhaltungsgala. Gala, Alter? So. Schiffchen, was sagst du? Gut, alle Vorbereitungen sind getroffen. Komm an Bord und fahre denselben Weg zurück, den wir gekommen sind. Aber da gab's noch einen Weg. Es gilt, deine Schwester aus der verwunschenen Bastion zu befreien. Verliere keine Zeit, Trollin. Ja. Gut. Dann machen wir das halt. Dann schwurbeln wir uns halt wieder nach oben. Tada! So, habe ich eine Markierung? Warte mal, wo war denn die verwunschene Bastion? Hier war Präludien. Ja, ich weiß. Die schwimmende Festung? Firninsel? Oh, ganz oben im Eck, Mann. Ha. Gab's denn... Gab es denn... Herzteile, die ich sammeln kann? Jemand eine Ahnung? Ich hätte gern ein bisschen mehr Leben. Sonst wird das immer so kritisch. Ja, das ist so ziemlich die Richtung. Genau, für die Trollen voten. Steht unten... für hier... Ich weiß gar nicht, wie die Seite heißt. Irgendwie so, halt so eine Stream-Sammelseite, wo man
so Rankings gibt, dann da kann man für mich voten einmal am Tag. Das wäre ganz toll, wenn ihr das machen würdet. Dann werde ich besser gefunden. Ja. Kostet nichts, macht keine Arbeit, sind nur zwei Klicks. Einmal auf das Bild klicken und einmal auf das Herzchen. So, wir haben jetzt wieder ein bisschen was an Reise vor uns. Huch. Immer das Wetter so doof ist. Warum? Ich möchte das nicht. Ich möchte Sonnenschein. Genau, der Frank ist ein Guter, der hat den Link gepostet. Menschen, die es auf YouTube sehen, können übrigens auch gerne roten, ne? Meins? 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 Nein, meins. Teil mein Boot nicht mit euch. Und mein Boot ist auch nicht eure Mama. Wobei es schon irgendwie süß ist. Ja. Da sagt man, sie sind süß und dann hauen sie ab. Ist wie mit Männern. Ach ja. Was hat denn gegen den geholfen? Wegbomben konnte ich den, oder? Fuck. Nein, jetzt ist er zu nah dran. Ach komm, wir ignorieren den einfach. Ich meine, der schwimmt ja auch ganz gemütlich mit uns mit hier. So, warte mal, hier ist doch ein... Ich glaube, ich werde irgendwann mal so ganz gediegen die ganze Karte aufdecken und die ganzen Fische füttern und so, dass ich mal immer grob weiß, wo ich bin. Aber das mache ich dann nur im Livestream oder vielleicht auch nur privat. Das muss ja nicht im Let's Play drin sein. Hä, waren wir da drüben schon mal? Ach, jetzt auf einmal. Bewegt er sich. War ich hier schon mal? Geh weg, du Blöder. Wir sind hier nicht bei Stranded Deep. Ich will hier jetzt nicht mich ewig mit Haien auseinandersetzen müssen. Lesen. Zur Mutter- und Kindinsel. Von hier aus nach Westen. Aha. Mutter- und Kindinsel? Können sich ja mal ein bisschen umschauen, so, ne? Ach so, ja. Guten Abend. Blablabla. Geht's da oben dann rein, oder was? Oh, hi! Wieso schläft denn der? Weil es Nacht ist wahrscheinlich, ne? Genius. Hallo. Gen. Heute habe ich bereits zu... Schau doch. Morgen wieder rein. Okay, ich glaube, wir... Das ist das süß. Ich glaube, ich kann die Nacht zum Tag machen und dann kann ich... Kann ich Dinge tun? Nein, das ist das Falsche. Da kann man doch bestimmt wieder ein Herzteil gewinnen. Ich will das haben. Aber hört man mich überhaupt noch, wenn ich so rede? Das Herzteil, das ich haben will, falls man es nicht gehört hat. Hole ich jetzt im nächsten Part, weil
bei einer halben Stunde ist dann auch wirklich mal Schluss. Das langt. Halbe Stunde ist gut. Es ist okay so, finde ich. Ich danke YouTube recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen über Bewertungen und Kommentare und Oma zeigen. Vielleicht mögen Omis ja Zelda. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Part wieder morgen. Bis dann. Wir singen. Taste finden.